Zurück bei Blitz. Was kann man eigentlich noch glauben? Verona gräbt eine alte Ehegeschichte aus und fängt in einer Talkshow an zu heulen. Ihr Ex, Dieter Bohlen, kann es nicht fassen und sagt, alles nur erfunden. Und Nadel, sie verliebt sich in den Schlagerproduzenten Ralf Siegel. Der schwebt auf Wolke 7, bis Nadels SMS per Handy ihn mit einem Schlag runterreißt. Schluss! War alles ein Irrtum oder nur eiskalte Berechnung? Wir haben mal einen Experten gefragt. Was wird hier eigentlich gespielt? Tanja Reimann ist der Sache auf den Grund gegangen. Anscheinend bringt es ein bisschen Leichenschmaus, hier dabei zuzuschauen, wenn ich auf Sendung bin. Das glaube ich gar nicht. Verona ist keine normale Frau. Schon in dem Moment war das für mich eine Art Schock. Und das ist alles total gelogen. Wenn ich gelogen habe, dann wäre ich wirklich das allerletzte. Alle! Ralf, denn ich wünsche dir wirklich alles. Also du kommst auch drüber weg. Ralf, wenn du möchtest, dann schicke ich dir das Herz zurück. Also ist kein Problem, per UPS. Ich schwöre es beim lieben Gott. Ich fand ihn toll. Ich habe mich in ihn verknallt. Ja, aber Nadel steht auf Surflehrer. Ich schwöre es beim lieben Gott. Ich fand ihn toll. Da musst du ein bisschen durchtrainiert sein. Da musst du tolle Beine haben und einen ganz guten Bein. Verona. Nadel! Nadel steht auf Surflehrer. Wunderbar. Ralf, der hat Geld. Gut, es gab einen Kuss. Dieses ganze Rumgeschleime da. Kuss? Ich war 12 Jahre mit ihr zusammen und er hat noch nicht mal 12 Tage geschafft. Aber heiraten hätte ich bestimmt nochmal. Ja, Ralf in der Unterhose. Ich glaube, da hätte er sich ins bepiet. Die Skandalgeschichten rund um Deutschlands erfolgreichsten Musikproduzenten Dieter Bohlen sind wohl so rasant wie die keines anderen Prominenten im Land. Alles kreist um Nadel, Verona, Ralf. Und immer wieder sorgen die Beteiligten für neue Schlagzeilen, versetzen die ganze Nation in helle Aufregung. Aktuellster Skandal? 17. Oktober 2001. Diese Bilder gehen durch Deutschland. Verona Feldbusch in der Johannes B. Kerner Show. Urplötzlich bricht sie in Tränen aus. Die sonst so wortgewaltige Miss Blub am Ende mit den Nerven. Ich hatte eben einen Mann. Das ist eine Aufzeichnung, wir können auch eine Pause machen. Er hat halt gesagt, mein Vater oder mein Bruder hätte mich so geschlagen. Und dass ich das gehört habe im Krankenhaus, habe ich... Anlass der erschütternden Bilder, ihre 5 Jahre zurückliegende Ehe mit Dieter Bohlen. Er soll angeblich recht schlagkräftig gewesen sein, soll Verona grundlos krankenhausreif geschlagen haben. Das lässt Dieter B. nicht auf sich sitzen. Der Beschuldigte meldet sich noch am selben Tag zu Wort. Verona kann auf Knopfdruck weinen. Das hat sie, da gibt es Nadja auch als Zeugin und wer weiß was. Verona war mal hier, da hat die ein Theater gemacht. Die kann heulen, wann sie will. Du sag ihr, sie soll heulen, sie heult. Die Krokodilstränen also nur gespielt, die Vorwürfe nur erlogen. Dieter ist sich sicher, Verona will mal wieder nur einen handfesten Skandal, zwecks richtig guter PR. Grund, ihre neue Show bei Sat.1, einfach Verona. Dann haben ihre tausende Manager, Berater und wer weiß was, die alle für sie arbeiten, gesagt, du musst irgendwas initiieren. Du kannst nicht irgendwie dahin gehen, rumlabern. Das interessiert keiner mehr. 18. Oktober 2001. Verona Feldbusch ist außer sich. Sichtlich angeschlagen reagiert sie gleich am nächsten Tag auf diese Vorwürfe ihres Ex. Ich schwöre hiermit, dass ich rein die Wahrheit gesagt habe, aber ich bin nicht vor Gericht. Ich kann nur noch einmal wiederholen. Wenn ich gelogen habe und das irgendwann mal bewiesen ist, dann habe ich kein Recht mehr auf eine eigene Sendung, dann habe ich kein Recht mehr auf irgendeine, auf irgendeine Fanpost, auf irgendeine Situation, jemand Autogramme zu schreiben, weil dann wäre ich wirklich das allerletzte, was überhaupt hier in Deutschland unterwegs ist. Es ist die reine Wahrheit gewesen. Dieter Bohlen hat mich ohne Grund geschlagen. Markige Worte, aber immerhin. Eine Geschichte, die eigentlich 5 Jahre alt ist, sorgt tatsächlich für einen Skandal. Und noch zwei stifteten in den letzten Wochen jede Menge Verwirrung. Ja, es war wohl sogar die aufsehenerregendste Promi-Love-Story des Jahres. Die kurz aufflammende Liebe zwischen der rassigen Dieter Bohlen-Ex Nadja Abdel-Farag und dem schwerreichen Schlagermulti Ralf Siegel.
Angefangen hatte alles im Sommer, heimlich, still und leise. Niemand sollte etwas mitbekommen. Doch die auffallend gute Laune der ständig in den Medien auftauchenden Nadel sorgt für Gesprächsstoff. Erste Gerüchte sickern durch. Doch Nadel will nichts verraten. Es ist spruchreif, aber ich sag dazu gar nichts. Diesmal sage ich gar nichts. Das ist total privat. Dann, am 28. September, platzt die Bombe doch. Ralf Siegel und Nadja, ein Paar. Eine Sensation. Die Presse und das Showbusiness stehen Kopf. Diese Beziehung ist Gesprächsthema Nummer 1. Immerhin 20 Jahre trennen die beiden. 1. Oktober 2001. Die ersten gemeinsamen Fotos der frisch Verliebten tauchen auf. Sie strahlt vor Glück, er sieht entspannter aus denn je. Die neue Liebe scheint beiden gut zu bekommen. Ralf ist ein Charmeur der alten Schule, verwöhnt die 36-Jährige mit Aufmerksamkeit, macht ihr Geschenke. Eine schwer verliebte Nadja Abdel-Farag erzählt erstmals offen über die große Liebe. Also wir haben so die gleiche Wellenlänge, denke ich mal. Und er ist ein totaler, ich würde mal sagen, Gentleman. Also ich meine, ja, ich finde einen Mann aus der alten Schule. Und das finde ich eben halt also ganz, ganz, ganz toll. Böse Zungen munkeln jedoch gleich. Diese beiden sind niemals ein Paar. Das ist alles nur ein PR-Gag. Doch Nadja sagt, Ralfs Geld und auch der große Altersunterschied, das alles spielt keine Rolle. Ich sag ja immer, wo die Liebe hinfällt. Ich meine, wenn er, sagen wir mal, 20 Jahre jünger wäre, hätte ich mich bestimmt auch in ihn verliebt. Ich kann jetzt nun auch nichts dafür, dass er 56 ist. Mein Gott, ich meine, und kopfmäßig ist er nicht so wie ein 56-Jähriger. Er ist eben halt auch, es gibt ja Männer, die sind jung geblieben. Und das ist eben, also das finde ich, Ralf ist jung geblieben. 4. Oktober 2001. Das Paar zeigt sich zum ersten Mal schwer verliebt gemeinsam in der Öffentlichkeit. In München steht es Blitz in einem Interview Rede und Antwort. Verrät sogar, was es mit dem Brillantherz an Nadjas Hals auf sich hat. Das habe ich ihr nach 3,5 Monaten, nachdem wir beide wussten, dass wir uns wirklich lieb haben, habe ich ihr das geschenkt. Und erst waren es bunte Rosen, dann waren es rote Rosen. Und jetzt habe ich gedacht, muss sie einfach so ein kleines Herz an den Hals. Immerhin, dieses Prachtstück ist 9.000 Mark wert. So ein Geschenk lässt ja ernstere Absichten vermuten. Und tatsächlich, Ralf Siegel verrät uns ein kleines Geheimnis. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass so eine kleine Nadel bezaubernd aussieht. Und darum sage ich auch Nadja zu ihr, weil sie ist wirklich eine erwachsene, wunderbare Frau. Und, aber so eine kleine Nadel, wenn die so aussieht wie sie und so groß ist, das kann ich mir schon vorstellen, das könnte bezaubernd sein. Und Ralf setzt noch einen drauf, redet sogar schon von Hochzeit. Wir sagen ja, dass wir uns nicht nur lieb haben, sondern mehr als lieb haben. Aber ob wir nun morgen, ob sie mich überhaupt heiraten will, ob sie mich in einem Jahr noch mag, das kann man doch gar nicht drüber sprechen. Ich werde mein Bestes tun, dass es so ist. Bei diesen Worten spricht jedoch Nadjas Gesicht Bände. Geht ihr das einfach zu schnell? Oder hat sie sich doch nur auf Ralf eingelassen, um mal wieder in die Schlagzeilen zu kommen? Dr. Goye ist Experte für Körpersprache. Guckt sich das Video mal genauer an. Sie sitzt so da, dass sie sich total zurücknimmt, jetzt hier sich wahnsinnig mit sich selbst beschäftigt, sich überhaupt nicht an ihm orientiert, angeblich bei der großen Liebe. Er guckt sie an, so wie man etwas anguckt, was einem eine Bedeutung hat, aber er traut sich nicht ran, das heißt, er dreht auch so den Kopf weg. Und sie baut sich auf, lässt gar nichts an sich ran, er will emotional reagieren, aber nicht mit ihr zusammen, das heißt, die sind kein Paar. Aha, und noch einer will es gleich gewusst haben, gibt zur gleichen Zeit wie das angebliche Turtelpärchen ein Interview, Dieter Bohlen. Nadjas Ex findet die neue Beziehung seiner Verflossenen äußerst zweifelhaft. Man kann sich das echt beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist also genauso, würde ich sagen, als wenn ich morgen jetzt in der Bildzeitung stehe, Dieter Bohlen ist mit Alice Schwarzer zusammen. Ich habe immer gesagt, ich stehe nicht auf Alice Schwarzer, ja. Und morgen sage ich auf einmal so, ich bin doch ein bisschen verliebt und ich habe doch Schmetterlinge im Bauch. Mit dem einzigen Unterschied, dass Nadja Ralf Siegel viel, viel, viel schlechter fand als ich Alice Schwarzer. Diese Liebe, alles mal wieder nur PR. Verona, Nadel, Dieter. Sie sind die Creme de la Creme der deutschen Skandalpromis. Wo sie auftauchen, schwirren Fans um sie herum. Presse und Society reißen sich um sie. Ersetzen sie in Deutschland den Glamour eines fehlenden Königshauses? Oder liegt es an ihrer Schönheit, ihrem Erfolg, ihrem Reichtum? Psychologe Konrad W. Spray kennt das Phänomen.
Da wir kein Königshaus haben, wir haben eine Republik und keine Monarchie, suchen wir unsere eigenen Monarchen. Wir ernennen die Künstler, die Prominenten zu Königen und projizieren alles, was in uns steckt, die Liebe, die Sehnsucht nach dem Königreich, die existiert nun mal in vielen Menschen, das projizieren wir auf die Künstler, auf die Prominenten. Wir ernennen uns unsere eigenen Könige, da wir keine haben. 10. Oktober 2001. Der nächste Skandal. Die Ereignisse überschlagen sich. Tatsächlich, nur eine Woche nach den Turtelbildern und den Liebesgeständnissen von Nadja und Ralf Siegel sickern Gerüchte von der Trennung durch. Nadja soll Ralf eiskalt in die Wüste geschickt haben. Ausschluss vorbei. Per SMS trennt sich Nadja genau um 13 Uhr vom Schlagerproduzenten. Ihre Worte: Es tut mir leid, sorry. Ich habe dich gern, lass uns Freunde bleiben. Mit dieser schlichten Nachricht wollte die 36-Jährige einen sauberen Schlussstrich ziehen. Ich finde lieber die Wahrheit sagen, lieber direkt das sagen, als wenn ich da irgendwie rumdruckse, 4 Wochen nichts sage, ihn da hinhalte und ich immer sage, ich habe keine Zeit oder irgendwie mir das ausdenke, ich bin jetzt mit dem und dem verabredet und muss da Interviews machen, das bringst du auch nicht. Ich meine, was soll das? Das finde ich eben halt die totale Verarschung. Denn lieber korrekt sein und sofort sagen, meine Gefühle sind so und nicht weiter und lass uns mal lieber Schluss machen. Ralf Siegel ist wie vor den Kopf geschlagen, kann nicht glauben, was er da erfahren musste. Er zieht sich in seine Münchner Villa zurück, ist ab sofort nicht mehr bereit, öffentlich aufzutreten. Zu tief sitzt der Schock. Wir erreichen ihn lediglich telefonisch. Der 56-Jährige erklärt: Es scheint wohl, ich bin der dumme Junge, der nicht gemerkt hat, dass man es nicht ernst mit ihm meint. Es lässt mich dastehen wie einen Trottel. 11. Oktober 2001. Nadja wird nach der Trennung zur Zielscheibe, gerät unter Beschuss der Presse. Der Vorwurf: Nadel habe Siegel zur PR für ihr Kochbuch benutzt. Von Siegeltochter Julia wird sie sogar öffentlich als Prostituierte beschimpft. Einer ergreift Partei für die 36-Jährige, Dieter Bohlen. Ihn hatte Nadja sofort telefonisch über die Trennung informiert. Er kennt die Gründe für Nadjas Schritt. Sie wusste sich einfach nicht mehr zu wehren. Weil sie hat sie am Tag eben 150 Mal angerufen. Und also sie kam da nicht mehr gegen an. Und sie hat dann ja, der Manager hat dann ja gesagt, so, Nadja hat keine Zeit mehr. Ja. Die muss jetzt arbeiten, die muss ihr Kochbuch promoten. Bitte lass sie in Ruhe. Und dann kam, ja gut, dann komme ich sofort angereist oder so. Und da hatten die panische Angst vor, dass Ralf Siegel jetzt auch noch ihr hinterher reist. Und dann haben die da eben die Notbremse gezogen. 17. Oktober 2001. Kaum haben sich die Wogen um die Nadja-Trennung geglättet, der nächste Skandal um Bohlen. Veronas Heulkrampf in der Kerner-Show weitet sich zu einer Schlacht um die angebliche Prügelszene in der Bohlen-Feldbusch-Ehe aus. Die Nation spaltet sich. Sind Veronas Tränen echt oder war das alles nur ganz großes Theater? Verhaltensforscher Dr. Goye meint, das ist eindeutig, besonders diese Szene. Na gut, also ich erzähle einfach mal ganz tapfer weiter. Also das Schlimme daran war ja im Grunde genommen... Wer so groß in seinen Gefühlen betroffen ist und so schnell auf sachliche umschalten kann, der setzt Gefühle ein und hat sie nicht. Lady Blub ist entsetzt, findet solche Vorwürfe ungeheuerlich. Der Dr. Goyle ist ein Psychologe, der sich einfach aus dem Stegreif über meine Situation äußert. Und was mich viel mehr ärgert, abgesehen davon, dass er sagt, dass bei Johannes B. Kern an der Sendung meine Tränen gespielt waren und er hat meine Augen, meine Gestik beobachtet und hat gesagt, kein Mensch kann praktisch weinen und sich nach 2 Minuten wieder fangen und normal weiterreden. Aber erstmal denke ich, hat das jeder von uns schon mal erlebt, ob das im Büro war, in der Schule war oder auf einer Party, dass man aus irgendeinem Grund geweint hat, dann hat man sich zusammengerissen, man wischt sich die Tränen weg und dann sagt man, ist schon gut und dann fängt man an, einfach alles so ein bisschen zu überspielen. Ich denke, das ist sowieso eins der normalsten Verhalten bei jedem Menschen. Und die Frage ist ja in der Tat, hat Frau Feldbusch PR dieser Art überhaupt nötig? Immerhin hat Verona eine unglaubliche Karriere hingelegt, ist inzwischen Deutschlands Werbestar Nummer 1. Darum geht es Verona angeblich auch nicht. Sie will Gerechtigkeit. Und immerhin, der Dieter geht nach Veronas Auftritt auch in die Kerner-Show. Man höre und staune, plötzlich gesteht er doch etwas.
sie schmeißt mir diesen Schlüssel ins Auge. Mhm. Und in dem Moment habe ich im Affekt ja irgend so eine Ausholbewegung gemacht und habe sie auch getroffen, das gebe ich zu. Und sie ist wirklich ganz unglücklicherweise mit ihrem Kopf gegen so eine Ecke von so einer Wand gekommen, ja. Und ich habe damals sofort so Mensch, ich habe gesagt, also, aber man konnte nichts sehen, man sah nur hier dass das hier aufgeplatzt war. Für Verona sind Dieters Worte der Beweis, dass sie nicht gelogen hat. Und damit ist für sie die alte Suppe, die nach 5 Jahren aufgekocht wurde, erledigt. Herr Kerner hat es angesprochen. Ich habe in der Sendung betont, ich wollte nicht über das blaue Auge reden. Er hat trotzdem angesprochen, ich bin jetzt im Nachhinein froh. Ich habe das Thema geklärt. Dieter Bohlen hat heute alles zugegeben und für mich ist damit die Akte geschlossen. Doch man muss auch zugeben, Dieter Bohlen hat es wirklich nicht einfach. Deutschlands erfolgreichster Musikproduzent fühlt sich von den Medien ausgenutzt, zum Skandalobjekt degradiert. Es ist einfach so, ja. Ich meine, du kriegst nach einer Zeit natürlich eine Paranoia, weil du jedes Mal weißt, er zum Beispiel... Da brennt nichts an. Da brennt nichts. Also, das wollte ich nicht sagen. Aber in jeder Wochenschau, wo es um Comic geht, ja, Bohlen ist immer... Also, auch wie Stefan Raab das gestern gesagt hat, wenn jede Sendung mir einen Pfennig geben würde, in der ich vorkomme, wäre ich jetzt, also, glaube ich, durch den Scheiß schon Multimillionär. This is the house of Mo. Tja. Was bei diesen Geschichten nun echt ist, was nur inszeniert und warum, das wissen wohl nur die Hauptpersonen selbst. Eins steht auf jeden Fall fest, Klappern gehört zum Handwerk und, seien wir doch mal ehrlich, wir Zuschauer werden durch diese Skandale doch gut unterhalten. Und scheinbar bringt es den Leuten Spaß, mir dabei zuzuschauen, wenn ich auf Sendung bin. Verona ist keine normale Frau. Schon in dem Moment war das für mich eine Art Schock. Und das ist alles total gelogen. Wenn ich gelogen habe, dann wäre ich wirklich das allerletzte. Alle! Ralf, dann ich wünsche dir wirklich alles. Also du kommst auch drüber weg. Ralf, wenn du möchtest, dann schicke ich dir das Herz zurück. Also ist kein Problem, per UPS. Ich schwöre es beim lieben Gott. Ich fand ihn toll. Ich habe mich in ihn verknallt. Ja, aber Nadel steht auf Surflehrer. Ich schwöre es beim lieben Gott. Ich fand ihn toll. Da musst du ein bisschen durchtrainiert sein, da musst du tolle Beine haben und einen ganz guten Bein. Verona. Verona. Nadel steht auf Surflehrer. Wunderbar. Ralf, der hat Geld. Gut, es gab einen Kuss. Dieses ganze Rumgeschleime da. Kuss? Ich war 12 Jahre mit ihr zusammen und er hat noch nicht mal 12 Tage geschafft. Aber heiraten hätte ich bestimmt noch mal. Ja, Ralf in der Unterhose. Ich glaube, der hätte sich ins, weiß nicht, hätte sich bepiet.